Nachhaltige Entwicklung ist eine Frage der Gerechtigkeit. Der Klimawandel zeigt sich vielen Menschen im globalen Süden seit Jahren als Zerstörung von Lebensgrundlagen. Existenzen und Heimat gehen verloren, Armut, Hunger und Krankheit verschärft sich. In vielen Ländern vernichten regelmäßig Dürren Ernten, zerstören Wirbelstürme Landstriche und überschwemmen Wassermassen Millionenstädte. Aktuell zeigt sich, dass schnelles politisches Handeln möglich ist. Wir freuen uns, dass nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts die Regierung in wenigen Tagen das Klimaschutzgesetz nachbesserte und sich ehrgeizigere Ziele für die Zukunft steckt. Wir brauchen zugleich konkrete Pläne, wie diese Ziele erreicht werden können. Deutschland investiert noch immer Milliarden, die dem Klimaschutz schaden, anstatt klimafreundliches Handeln zu fördern und Hindernisse dafür abzubauen. Jedes Zehntel Grad weniger zählt. Deshalb müssen Treibhausgasemissionen in den nächsten 10 Jahren deutlich schneller sinken als geplant. Es geht nicht nur um Emissionen, die in Deutschland erzeugt werden, sondern ebenso um die Auswirkungen deutscher Aktivitäten auf andere Regionen der Welt, etwa durch Importe von Rohstoffen und Futtermitteln oder die Produktion von Konsumgütern. Der fortschreitende Klimawandel vergrößert die Kluft zwischen Menschen und Ländern und innerhalb der Länder. Entschlossene Klimapolitik bei uns hilft dem Standort Deutschland. Und sie hilft Menschen, die heute schon unter dem Klimawandel leiden. Klimaschutz hilft Armut verhindern und leistet einen großen Beitrag zu größerer globaler Gerechtigkeit. Eine gute Nachricht ist, dass sich in Deutschland der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung seit 1990 fast verzehnfacht hat. Das ist ein wichtiger Beitrag, die Technologie effizienter und preiswerter zu machen. Gleichzeitig sind Hunderttausende neue Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk entstanden. Ermutigende Beispiele aus Ländern in Afrika zeigen, wie erneuerbare Energien Strom ermöglichen und damit zu Bildung, Einkommen und Gesundheitsversorgung einen Beitrag leisten. Und das in Regionen, die vorher komplett vom Stromnetz abgeschnitten waren. Wir sind überzeugt, dass eine global gerechtere Politik zugleich eine klügere Politik ist. Deshalb laden wir Sie ein, mit uns für einen klimafreundlichen Aufbruch einzutreten. Denn gerecht ist klüger. Ihr Pirmin Spiegel von Miserien.